Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Factorio hier in der C-Block Challenge aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, es fliegen jede Menge Roboter zu mir. Und ich wollte jetzt ganz kurz mal gucken, die Robotergeschwindigkeit, ob ich da noch was dran drehen kann, dass ich die vielleicht beschleunigt kriege. Aber dann kann ich nachher nicht mehr vorwegrennen. Nee, kann ich auch nicht hier. Da Arbeiterrobotergeschwindigkeit, da brauche ich dann die Logistic Science Packs. Und die kann ich noch nicht, die produziere ich noch nicht, glaube ich. Mal gucken, was ist das für ein Rezept? Ist das Wissenschaft? Nee. Oh, verdammt, jetzt sind wir uns komplett hier durcheinander. Da. Da brauche ich Flying Cargo Kit und Combined Memory Cells. Obwohl, das könnte ich ja machen, ne? Automated Storage, Breast Chest, Filtered Greifarm. Ja, da müssen wir mal gucken. Habe ich die denn schon, also erforscht habe ich die sogar schon. Ich kann die theoretisch, könnte ich die sogar machen. Wenn ich Fluggestellroboter hätte und Elektromotoren und so. Okay. Die habe ich auch schon mal produziert. Also sollte ich welche im Lager haben. Wissenschaftspakete 3. Die Dinger müssen wir noch leer shutteln hier. Oh, das wäre natürlich auch interessant. Ganze Lead-Ohr, was ist hier drin? Nickel-Ohr, oh, hier haben wir etliche Gioden noch drin. Wir müssen mal die Gioden rausfiltern und die dann zu der Gioden-Vernichtungsstation bringen, oder wir müssen sie schnell mal von Hand dahin bringen. Ja, oh ja, jetzt haben die Roboter. Die Roboter ein kleines Problem mit mir hier. Ich gehe jetzt mal ganz kurz. Sieht aber lustig aus, wie man diesen Schwanz hinter sich hinterher zieht, ne? Geh jetzt mal ganz kurz zur Gioden-Vernichtungsstation und versuch die Gioden da mal einzusortieren mit. Dass da ein bisschen was geht. Ich glaube, wir müssen auch da eine Vernichtung von bestimmten Flüssigkeiten machen, damit denn der Rest noch wieder funktioniert und so. Da müssen wir mal gucken. Aber hier habe ich jetzt Cyan, habe ich. Cyanogioden. So. Bisschen. Einmal da rein, bitte. So, dann geht's hier wieder hoch, durch. Interessant ist ja wirklich, dass die wirklich auch im Vorbeifliegen, also wenn sie an mir vorbeifliegen, dass ich da so schnell bin, dass sie das jetzt nicht schnell mal einfach so bei mir ablegen können. Was haben die denn dran? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ah, jetzt bin ich wahrscheinlich einmal kurz aus dem Funkgebiet gewesen. Keine Ahnung. Sieht so aus, ne? Wo sind denn die Dinger jetzt? Ach, da. Gerade gesucht. Jetzt sind die nicht alle unterwegs. Furchterregend. So. Ah ja, Cyan hat man noch ein paar mehr dabei. Okay. Ja, das müssen wir mal alles einsortieren. Also auch so dieses ganze andere Gelöt da hinten, das müssen wir alles mal noch durchsortieren, damit die Dinger da mal rauskommen hier aus dem Bereich. Ja, wir halten uns wieder mit Sachen auf, ne? Hm, naja. Aber wir sind es ja nicht anders gewohnt. So, der trägt hier zum Beispiel so einen Roboter durch die Gegend und so. Man weiß es gar nicht, wozu die das alles jetzt hier durch die Gegend schleppen. Und was da wieder alles im System landet, aber naja. Da werden ja auch etliche Gioden bei überbleiben und sowas. Ja, Lagerkisten haben den Nachteil, dass ich daraus eher beliefert werde, als dass ich denn da hinliefern kann. Und Strom haben wir jetzt gerade gar keinen mehr hier. Was sind das hier? Red? Red. Alles klar. Red Gioden, bitteschön. Für dich. So, Cyanogioden, für dich. So, und stromtechnisch sind wir jetzt richtig am Arsch, ne? Oh, aber so richtig. Uiuiuiui. So viel Bauaktivitäten. Eindeutig. Was ist das hier unten schon wieder? Ein Heizkessel MK3 ist aber nur einer. Wo habe ich denn davon so viele? Merkwürdige Sache das. So, ich will jetzt erstmal
So, den Kotzekisten hin. Ich habe da ein bisschen was rausgetragen, aber das muss ich mal irgendwie besser einsortieren. Weil ich nicht weiß, wie ich das einsortiert kriege. Und hier sind sie alle drumherum und wollen geladen werden. Und sorgen natürlich alle für einen erhöhten Stromverbrauch. Naja, gut, hier drinnen wird ja dann demnächst auch alles entsorgt sein. So, sind schon ein paar Drohnen unterwegs hier. Also wie seht ihr auch, das wird hier alles ein bisschen voller. Moment, jetzt wollte ich nochmal ganz kurz, wo habe ich denn meine Kotzekiste hingestellt? Ah, noch weiter unten. So. Gut, habe ich das auch wieder aufgenommen. Jetzt kriege ich hier noch ein bisschen was geliefert wieder. Fliegt vielleicht auch mir vorbei, wenn ich Glück habe. So, kann ich noch ein bisschen Eisenerz wieder mitnehmen. Und dann habe ich da noch mal ein bisschen was nach vorne transportiert. Und dann kümmern wir uns von vorne weiter um die Produktionsstätte. Ah, da komme ich gerade nicht durch. Bin ich ein bisschen dick für. Zwischen den Kisten kann man nicht durchlaufen, ne? Das ist aber bei anderen Modpacks geht's. Ich weiß es nicht mehr. So, dann müssen wir natürlich hier mit den Dingern noch ein bisschen arbeiten. So, nicht warum die hier so viele, aber das sind alles welche, die sie abliefern wollen, ne? Ich weiß auch nicht, in welche Kisten sie die bringen wollen unbedingt. Warum die alle nach hier unten fliegen deswegen. Ist da irgendeine Kiste oder ist da eine Baustelle offen mit sowas? Ne, eigentlich nicht, ne? Baustellen haben wir ja woanders. So, und wenn das dann alles erledigt ist, dann werden wir natürlich auch noch oben, also ich werde die Holzproduktion, das werde ich alles rübersetzen. Also das steht schon mal fest. Also für diese Plastikgeschichte, das werde ich alles um eins versetzen. Damit das in einer Linie runtergeht, das ist einfach der... Mein innerer Monk möchte das gerne sein. So, wie sieht es hier aus? Naja, so viel ist da noch nicht davon, aber gut, wir haben auch natürlich ein akutes Energieproblem, denn ich glaube auch, dass unsere jetzige Situation es nicht mehr erlaubt, dass wir die Dinger hier aufladen. Obwohl wir eigentlich jede Menge Energie erzeugen, ne? Also 500 Megawatt ist schon gar nicht so wenig. Na gut, wir gucken mal, wie wir das noch verbessert kriegen. Warte mal, ich könnte ja mal ganz kurz... Ich habe nämlich noch 6 Öfen, die auch Energie erstellen können, hier unten rumstehen. Die aber, glaube ich, gerade nicht beliefert werden mit irgendwelchen Energieträgern. Oder beziehungsweise nur so ganz sporadisch. Genau. Die kann ich ja jetzt hier erstmal noch ein bisschen in die Stromproduktion mit einbeziehen. Die ziehen das bestimmt noch richtig gut durch. Hat gute Carbon. So, machen wir da auch noch ein paar Stacks hier. Ja, das Zeug. Das kriege ich auch noch runter. Kann ich auch noch ein bisschen Energie mit erzeugen. So. Du. Nimmst hier noch ein bisschen was an und... Du nimmst hier noch mal ein bisschen was an, so, dann haben wir hier ein paar Energieerzeuger mehr. Das sind 40 Megawatt, aber es sind 40 Megawatt. Es ist nicht von der Hand zu weisen. Jedes bisschen Energie ist momentan sehr wichtig. So. Auf was haben wir das hier begrenzt? Ich glaube, das haben wir sogar auf 18k begrenzt. Ne? Jetzt hat er sogar 100% Elektrizität ab und zu zwischendurch. Ah, das ist aber auch gelogen. So, na gut. Ja gut, der kriegt hier natürlich die volle Elektrizität durch, weil die hier vielleicht sogar Strom herstellen, ne? Weil die dann hier ein bisschen Dampf kriegen und ein bisschen Elektrizität machen. Gut, naja. Wir müssen mehr Strom produzieren und das auch fossil vorerst. Wie sieht denn das generell aus jetzt hier mit den durchschnittlichen...
Kohlegeschichten hier. Also außen rum, unten rum. Die klappern aber auch mächtig, die gelben Fabriken, ne? Ich glaube, die blauen machen das oder die lilanen, die klappern nicht mehr so doll. So, was ist denn hier der Durchschnitt momentan? 500 und. Okay, das ist natürlich auch viel zu wenig. Also es sinkt auch. Das heißt, unsere Produktion an Kohle sinkt. Ja, da müssen wir jetzt mal ganz kurz gucken. Eigentlich müsste ich doch jetzt mehr Holz für Kohleproduktion über haben. Warum kommt das denn da nicht an? Jetzt müsste hier doch elendig viel Holz durchgehen. So, das liegt hier an solchen Geschichten, dass hier, ah ja, okay. Wenn aber mit dem Zeug voll ist. Wird das hier jetzt einfach nur nicht mehr. Aber die Lager sind gar nicht voll, 24k, da gibt immer noch 24k drin, also das müsste doch eigentlich noch schneller produzieren, aber es liegt einfach hier dran, ne, dass hiervon nicht genug kommt. Ethanolgas ist einfach nicht genug da. Und das liegt jetzt wahrscheinlich auch noch daran, dass jetzt hier so wenig Strom ist. Weil die Dinger jetzt hier mit der wenigen Elektrizität, die sie haben. Um Gottes Willen natürlich jetzt Stunden brauchen, um hier was zu produzieren. Alles klar. Oha. H.O. Bin ich denn eigentlich kernenergiebereit? Bin eigentlich kernenergiebereit. Habe ich denn eine Möglichkeit, Uran schon irgendwo zu machen? Sah nicht so aus gerade, ne? Müsste ja nicht hier sein, Uran. Ja, gucken wir doch mal einfach in, hier. Uran. So. Okay, Uran. Uranerz. Kommt hier raus. Ja. 5% Uranerz. Okay, das ist natürlich auch nicht viel. 3 Uranerz. Das kann ich doch machen. Hab ich doch alles. Momentchen. Dann müssen wir uns mal schnell mal eine kleine Mini-Produktion für Uranerz einfallen lassen. Ich brauche da mal schnell einen Rüttler und so. Die haben wir ja eigentlich alles da unten im Lager jetzt auch. Dann bauen wir uns da mal ganz schnell einmal so eine Kiste voll davon, Kiste voll davon, Kiste voll davon. Lassen uns da mal ein bisschen Uranerz machen, lassen das mal ein bisschen durchveredeln. Und gucken mal, ob wir dann genug Uran zusammenkriegen, um dann mal einmal so ein paar Batterien zu machen. Aber, ach, das müsste man ja eigentlich gleich groß aufziehen, ne? Wie sieht es da hinten aus mit dem Land? Haben wir da Land dafür? Wir hätten Land für Uran. Wir müssen hier unten bloß ein bisschen bekämpfen. Können wir Uran machen, dann können wir hier oben Uranenergie herstellen. Wenn wir hier bloß einen Platz lassen oder so ein bisschen dazwischen, dann können wir hier oben Kernenergie machen. Würde gehen. Würde gehen. Damit wir dieses Energieproblem endlich los sind erstmal. Wir müssen, dass wir da vielleicht eventuell so viel Uran in haben, dass dann regelmäßig einfach so ein paar Batterien da mal reingehen in so ein Kraftwerk. Wir müssen das natürlich mit Heatpipes und alles noch verbinden, aber die Materialien haben wir da hinten alle, die können wir uns dann alle zusammenmopsen. Wenn wir irgendwas brauchen, was in Fabriken gemacht werden kann, das kriegen wir auch hin. Weil wir bloß wissen, wo er die ganze Maschine hingepackt hat, die er hier hatte, ne? Also die Rüttler sind ja erstmal das Wichtige. Warte mal, oh, hier stehen noch welche. 3, 4. Na gut, habe ich noch 4 Stück gekriegt. So. Wo hast denn du die Rüttler abgelegt? Der Eisenerz hier liefert. Rüttelmaschinen.
Ja, hier habe ich mal irgendwas abgelegt, das sieht man eindeutig. Auf, das können wir uns doch anliefern lassen, oder nicht? Rüttelmaschine MK3. Müsste es doch sein, oder? Jetzt hier gerade abgebaut haben. Nummer das. Dann machen wir erstmal hier die Beinchen hier rein. MK3, ja. Gut. Okay. Dann gucken wir doch mal, ob wir uns Rüttelmaschine MK3 nicht anliefern lassen können. Nochmal vier. Dass wir 8 Stück haben im Inventar. So, dann müssten ja irgendwie auf dem Weg. Ja, sind ein paar Logistikspeicher. Gut. Die kommen dann angeflogen. Gut. Okay, die kommen dann angeflogen. Jetzt können wir sie auch selber rausnehmen. Hab sie. So. Hab sie gefunden. Gut, dann gehen wir jetzt einmal quer hier rüber. Und dann machen wir da hinten Uran. Wir müssen das Uranerz, da müssen wir ja bloß ein bisschen veredeln dran. Dass wir Uran 235 rauskriegen, oder müssen wir 38. Und dann machen wir da hinten Kernenergie. Kernige Energie. Eigentlich wollte ich da Silber machen, aber was nicht alles. Naja, gut. Nur das gleiche. So. Wieso ist das gelbe Federband so leer? Mal wieder los. Hier kommt nichts raus, weil Pyrofed Water ist da. So Freak. Ruhig. Wastewater. Wird nicht mehr abgebaut, weil wegen. Hier sind die Kisten voll. Alles klar, okay. Wir müssen unten erstmal Kisten. Wieder eine Katastrophe im Tanklager. Es ist wirklich so. Momentan wieder mal von einer Katastrophe in die nächste, aber gut. Also, wie gesagt, unser großes Ziel wird sein, dass wir die Produktion von Atomstrom jetzt da hinten hinkriegen und dann so nach und nach das Ding ein bisschen so aufwerten, dass wir da richtig Atomstrom haben. Und richtig viel Atomstrom. Weil das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig, dass das funktioniert. Weil wenn andauernd ein Elektrizitätsproblem haben und das geht mir so ein bisschen auf den Zeiger. Mittlerweile muss ich ja ehrlich mal sagen, also ich bin ja sonst immer ganz zufrieden, wie unsere ganze Anlage hier sowas tut und macht und ähnliches, aber so langsam aber sicher, dieses Elektrizitätsproblem ist nicht schön. Wir wollten eigentlich saubere Energie machen, aber jetzt nochmal Atomstrom. So, müssen wir sowieso noch alles in die richtigen Muster stellen und. Das wird noch alles sowieso noch alles anders hier, aber das kommt später. Hier haben wir uns ja verbaut, genau bei den Weißen. Da haben wir uns hier um eins versetzt. So, jetzt müssen wir hier mal gucken. Da müssen wir jetzt, keine Ahnung, können wir Breastkisten bauen oder sowas. Ich kann auch Titanium Chest machen, aber wir machen jetzt mal Breast Chest. Das ist nämlich, noch Standard Chest hier. Okay. Mein Inventar ist wieder ordentlich verlimmelt. So. Aber dann geht das hier erstmal wieder weiter. Und dann können die erstmal wieder was produzieren hier. So. Okay. So, Ogaido. Wir werden mit der Energie, wenn wir uns wieder bis auf Null runterarbeiten. So, dann kommt jetzt erstmal wieder ein bisschen was an hier oben und dann. Mann. Also Förderband leer. Unglaublich dort. Was ist denn da was Weißes? Achso, das ist so ein Zusatzband, ne? Manchmal darf man sich auch nicht wundern. So. Dann wird jetzt ordentlich hier was produziert. Hoffentlich. So, da haben wir uns anscheinend mal verbaut.
Oder war das der Übergang von 5er auf 6er? Oder von 7 auf 6 oder sowas? Irgendwo habe ich das so einen Übergang reingebaut, ne? Aber hier hinten muss ich wohl noch Steine legen. Und die Überlegung, das mit Bahnhöfen zu machen, die ist immer noch da, ne? Also, dass wir das dann hier, die einzelnen Sachen quasi mit Zügen von da hinten hierher fahren lassen. On demand. Dass hier nicht ganz so viele Förderbänder sind. So, jetzt müssen wir hier hinten erstmal ein paar Viecher töten. Naja gut, so viel Inventar frei haben wir noch. So. So, ein Wurm nach dem nächsten muss jetzt hier mal zeitlich segnen. So. Uiuiuiuiui. Du seid mal nicht so. So, wenn wir das durch haben, dann können wir nämlich hier die Förderbänder setzen. Eigentlich würde ich das auch gerne durch die Bauroboter machen, aber naja, gut, die haben noch schwer zu tun, ne? Aber wir können uns ja erstmal oben den Gedanken machen über das Aufbauen für den, für die Urangeschichte. Dass wir da Uran in Massen produzieren. Das kann ja ruhig in Massen produziert werden, der Scheiß. Braucht man ja auch jede Menge zu, um dann nachher das richtige Uran zu haben für die Batterien und so, ne? Und das andere Uran weiß ich nicht, das muss ich ja dann durch Filteranlagen schicken. Ach, das ist ja dann auch noch so eine Sache. So, nehmen wir das noch schnell mit. So, ist hier unten noch irgendwas wichtig? Ja, da unten sind noch ein paar. Die müssen auch noch weg. Ah ja, eine Fußstation steht hier schon. Das ist schon mal schön. So, guten Tag. Oh. Das ist ja ganz ungünstig. Machen die da meine Fußstation kaputt? Gar nicht mal so schön, sowas. Da sind auch sowas sind sie pissig, ja? Fußstation. Habe ich Reparaturkits dabei? Nee, habe ich nicht. Kann ich eins machen? Ja. Ach so. Gut, okay. Schade. Hat nicht so sein sollen, wie ich mir das vorgestellt habe. Na gut, okay. Dann haben wir aber irgendwo Fußstationen hier. Moment, wo sind sie? Da sind sie. So. Jetzt wieder da. Mann, oder? Sonst aber pissig gewesen gerade. Irgendwas kann ich nicht aufnehmen. Yellow, Orange, Artefakt kann ich schon nicht aufnehmen. Das Inventar voll gemüllt mit irgendeinem Riss hier. Nee, irgendwas stackbar. So, hier, da ist was stackbar. Das können wir schon mal stacken. So, dann haben wir schon wieder einen Platz mehr frei. Dann haben wir hier die Dinger. Die kann ich doch hier auch stacken. So. Dann geht das doch. So, dann kann ich ja jetzt hier auch gelb und orange mitnehmen. Und wir nehmen, ihr habt jetzt hier noch irgendwas Tolles für mich. So. Da sind die letzten hier unten jetzt auch noch dran. Ne? Na. Wird hier mal lustig was gesaved. So. Kann aber auch sein, dass die Uranenergie noch gar nicht. Na doch, die Reaktoren und so, das kann ich alles bauen, ne? Müsste alles gehen eigentlich. Müsste ich schon erforscht haben, also. Ich weiß gar nicht, warum ich da so. Kann man nicht mal raus, sind schon tot. Na sowas aber auch. So.
Ich bin auf jeden Fall nicht gestorben mittlerweile dreimal, ne? Drei oder viermal habe ich schon den Tod geprobt. In der Runde. Naja, egal. So. Sehr schön. Da unten waren wir hier sauer auf mich. Fieselig. Spuckt ihr mich einfach an hier. Gibt's doch nicht sowas. So, despawn tut der ganze Mist ja nicht. So, was haben wir hier eigentlich drauf? Beine, achso, okay. Da ist noch die Frage, was wir alles brauchen nachher, ne? Also ich glaube, wir brauchen das Rote sowieso. Aber warte, wenn ich jetzt hier unten sowieso mit Stein unterwegs bin. Ja, ziehe ich hier gleich mal in eine Line hier mit hoch. Oh. Habe ich gar nicht mitgenommen. Gar nicht eingesammelt. So was. Und ich erwarte sowas. So, okay, dann sind wir die auch los. Wieder ein Inventarslot frei. Hat auch wie schön ist. So, hier wird jetzt auch schon. Baut sich das gelbe Zeug dann auch schon wieder ein bisschen. Sehr schön. Gut, dann kann das hier auch alles wunderbar sich weiter produzieren. So, wir werden jetzt hier ansetzen und werden hier anfangen, unsere Uranproduktion herzustellen. Oder aufzustellen und dann aus dem Uran quasi dann nachher das fertige Produkt machen. Also den Uran 238 brauchen wir, glaube ich, nicht für die Batterieherstellung und dass wir dann mit den Batterien dann in Urankraftwerke investieren, die uns dann richtig Dampf machen und dann richtig viele Dampfmaschinen, die uns dann ganz viel Strom machen. So der Plan jetzt erstmal. Gut, bis denn.